Schalke 04, dunkle Kleidung, hatte den Tabellenführer mit schnellem, guten Angriffsfußball eingeschnürt, so wie es die 70.000 hier fordern und oft auch erlebt haben in dieser Saison. Erwin Kremers, wieder in Schwung. Torwart Kleff, seit Monaten erstklassiger Rückhalt der Borussia. Von diesem Druck befreite mehr und mehr ein Gladbacher Konter, Jensen. Sein Sprint war nur durch einen unerlaubten Griff zu bremsen gewesen. Nächstes Bremsen von Henning Jensen im Schalker Strafraum. Hier durch Fichtel. Elfmeter für Borussia, nachdem Schalke 30 Minuten das Spiel gemacht hatte, gestürmt und viele Torchancen erzwungen hatte. Die Zeitlupe lässt nur ahnen, dass Fichtel mit dem Arm haltend und drückend Jensen stürzen ließ. Der Däne nutzte die Situation. Der andere Däne ist inzwischen Borussias Elfmeterspezialist. Allan Simonsen. Keine Diskussion bei Schiedsrichter Rikers Augsburg. Simonsen. 1:0, 34. Spielminute. Auf einen Schalker Angriff, ein Gladbacher Konter, so auch das 2:0. Libero Wittkamp stürmte mit, Jensen trieb und Heinkes war schon steil anspielbar. Und Bonhoff, heute Mittelfeldspieler gegen Bongartz, mitgelaufen, am Ball und durchgesetzt. 2:0 für Gladbach, 39. Spielminute. Wolfgang Kleff, vor ihm wurde nach der Pause minutenlang etwas sorglos gespielt, als Schalke von links nach rechts jetzt stürmend durch Lütke Bomert angriff. Abgefälscht durch Erwin Kremers. Nur noch 2:1 für Borussia. Wie geschickt, glücklich Erwin Kremers abgefälscht hatte, lässt die Zeitlupe nur ahnen. Lütke Bomert und in der Schussbahn Kremers. Nur noch 2:1 für Gladbach nach 49 Minuten. Schalke erinnerte, dass es zu Hause ungeschlagen ist. Gladbach machte klar, warum es die stärkste Auswärtsmannschaft ist. Heinkes, Kraft im Kontern. Und Übersicht beim Abspiel. Bonhoff. Torwart Niekbur mit unterschiedlicher Sicherheit heute. Und aus einem Schalker Angriff, den Jensen störte und Bonhoff unterbrach, die entscheidende Phase des Spiels im Parkstadion. Bonhoff zu Jupp Heynckes. Alle rechneten mit einer Flanke. Auch Torwart Niekbur. Stattdessen 3:1. Udo Lattek, noch 3 Minuten zu spielen. Gerade ist das dritte Tor für Mönchengladbach gefallen, für ihre werdende Mannschaft. War es für Sie eine Erlösung? Ja, Gott sei Dank. Ich gratuliere Borussia Mönchengladbach recht herzlich zu dieser Meisterschaft. Und ich freue mich riesig, im nächsten Jahr wieder im Europapokal teilnehmen zu können und diese Mannschaft trainieren zu dürfen. Wie beurteilen Sie das Spiel heute? War es glücklich oder verdient? Ich möchte nicht sagen, dass es glücklich war. Gladbach hat es sehr clever aus der Abwehr herausgespielt. Sicherlich hat der Elfmeter etwas dazu beigetragen, dass Gladbach den Rhythmus gefunden hat. Aber ich glaube, insgesamt gesehen hat die reifere Leistung für Gladbach entschieden. Vielen Dank und viel Glück im neuen Jahr. Dankeschön. Eine Viertelstunde nach Spielschluss, Hennes Weisweiler erholt vor der Kabine. Die Mannschaft singt, die deutsche Meisterschaft ist eingeholt. Abschiedsgeschenk vor Barcelona. Hat es nochmal Nerven gekostet? Ja, es hat nach dem 2:1 nochmal Nerven gekostet. Aber insgesamt gesehen glaube ich, dass wir verdient gewonnen haben. Die Mannschaft hat klug gespielt. Sie hat nach der 2:0-Führung richtig gut im Mittelfeld gearbeitet und war auch sicher. Und schließlich war ja dann doch nach der Drangperiode von Schalke die Möglichkeit der Kontern gegeben. Und das haben wir wieder genutzt über Jupp Heynckes. Und da war mit dem 3:1 alles klar gemacht worden. Zumal Sie ja auch mit dem vorletzten Aufgebot haben spielen müssen, ohne 3 Stammspieler. Nun, das möchte ich nicht so sehr sagen. Sicher, wir haben ohne Christian Kulig und ohne Uli Stielicke spielen müssen. Aber die Leute, die gespielt haben, haben großartig gespielt. Vom ersten bis zum letzten Mann. Und sicher, wenn man die beiden noch dazu rechnet, dann weiß man, was das für eine Truppe ist. Können Sie denn noch herzlich mitfeiern jetzt? Sicher werde ich herzlich mitfeiern, denn ich habe ja auch herzlich gezittert. Und jetzt ein bisschen Wehmut? Ja, das ist ganz klar, nicht nur ein bisschen, sondern sogar ein bisschen mehr. Wenn man weiß, welche
Kerle man nun verlassen muss. Das waren schon Jungen, die immer voller Ehrgeiz waren und die auf Angriff spielten und immer gewinnen wollten und Tore machen wollten. Das war hier alles. Und das muss ich erst den anderen beibringen. Bisher hat er in einem Club gearbeitet, dessen Schatzmeister den Koffer mitträgt. Inhalt keine Schätze, sondern durchschwitzte Trikots. Auch heute trug er mit, am Tage der deutschen Meisterschaft. Und dessen Präsidentin, der hellen Jacke, ebenfalls eine tragende Rolle hatte, einen der vielen Mannschaftskoffer. Dessen Kapitän freundlich Autogramme schrieb. Berti Vogt, herzlichen Glückwunsch dem Kapitän des deutschen Meisters. Sind Sie schon auf Feiern eingestellt? Ja, heute wird gefeiert und Training ist nur noch Nebensache. Ich hoffe, dass wir jetzt die letzten 14 Tage...